Diese 13 jungen Männer wollen ein langes Wochenende auf Mallorca verbringen. Sie ahnen nicht, dass sie statt im Bierkönig im Knast landen werden. Sie wollen das erste Mal seit Corona wieder so richtig feiern. 20. Mai 2022. 13 Mitglieder eines Kegelclubs aus Münster namens Stramm am Tisch kommen auf Mallorca an. Am frühen Nachmittag halten sie sich in ihrem Hotel Wala Beach auf. Laut Augenzeugen feiern die Jungs auf ihrem Balkon und besprühen sich mit Bier. Eine Zeugin berichtet, sie habe gesehen, wie die Kegelbrüder Zigarettenkippen auf das Dach der Bar Why Not Mallorca werfen und Alkohol darauf gießen. Ein schwerer Brand bricht aus. Von der Bar bleibt so gut wie nichts übrig. Also ich habe, das ist das Kuriose dabei, ich habe vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde vorher den letzten Mangel hier beseitigt vor der Wiedereröffnung jetzt dieses Jahr. Eine weitere Bar, eine angrenzende Wohnung und das Hotel erleiden ebenfalls Schäden durch das Feuer. 2 Personen werden verletzt. Die 13 Kegelbrüder werden noch am selben Tag von der Polizei festgenommen. Gemeinsam verweigern sie jede Aussage. Der Richter geht von einer gemeinsamen Schuld aus und schickt alle 13 in die Untersuchungshaft. In Deutschland würde man, sage ich mal, zumindest wenn keine Menschenleben direkt in Gefahr waren, würde man nicht in U-Haft kommen. Warum ist das hier so? Also ich vermute, dass erstens, weil sie keinen festen Wohnsitz in Spanien haben und auch zweitens, weil der Schaden nicht gedeckt worden ist. Ich vermute, dass wenn der Schaden gedeckt wird, wird die Maßnahme der Untersuchungshaft auch erleichtert, im Sinne, dass sie wieder zurück nach Deutschland fliegen können. Aber wenn die nicht die Möglichkeit haben, diesen Schaden zu decken, dann ist es auch möglich, dass die im Gefängnis in Untersuchungshaft sitzen bleiben, bis es zur endgültigen Verhandlung kommt. In Deutschland ist es so, dass man als Beschuldigter nichts sagen muss und dass einem das auch nicht negativ ausgelegt werden darf. Wenn ich nichts sagen will, ist das mein gutes Recht. Richtig. Wie ist das hier in Spanien? Genauso. Genauso. Das ist genauso. Und das ist eine legitime Verteidigungsstrategie. Und lieber erstmal nichts sagen und als sich jetzt zu verplappern und dafür im Nachhinein doch eine Strafe zu riskieren. Aber jetzt sitzen Sie erstmal. Ja, das ist der Preis dafür. Aber lieber 2 Wochen sitzen als 2 Jahre. In Spanien ist Brandstiftung kein Vergehen, sondern ein Verbrechen, das mit sehr hohen Strafen geahndet wird. Selbst wenn die deutschen Urlauber nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig gehandelt haben, drohen ihnen einige Jahre Haft. Wie ist es in dem Gefängnis hier in Palma, auch im Vergleich zu deutschen Gefängnissen? Je nachdem. Es gibt Leute, die sich da ganz wohlfühlen. Wir bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass es angenehm ist für diese 13 junge Leute, die nie in so ein Verfahren konfrontiert worden sind. Aber es ist Europa. Also, und die kriegen also Frühstück, Essen, Abendbrot, Freizeit. Also ich sehe das jetzt nicht als großes Problem. Knappe 2 Wochen nach dem Vorfall werden die Kegelbrüder vor dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gerade eben sind die 13 Beschuldigten mit mehreren Wagen der Guardia Civil und der Nationalpolizei vorgefahren. Hier hinter mir im Gericht will jetzt der Ermittlungsrichter von jedem der 13 Beschuldigten eine Aussage hören. Und vielleicht besteht dann sogar die Möglichkeit, dass sie heute noch freigelassen werden. Der Tag wird sehr spannend für alle Beteiligten werden.
heute Morgen. Ab 10 Uhr war die Aussage von den 13 Kegelbrüdern einberäumt beim Ermittlungsrichter Nummer 8 von Palma. Ja, die Verteidigung hat eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro angeboten, damit die 13 Kegelbrüder freien Fuß bekommen. Aber darüber gibt es noch keinen Beschluss vom Ermittlungsrichter. Von Ihrer Menschenkenntnis her jetzt, halten die zusammen, halten die nicht zusammen? Ist das so eine eingeschworene Gemeinschaft? Ja, die halten zusammen. Man merkt es, dass sie sich gut kennen, dass sie befreundet sind. Das bleibt man. Bei der Anhörung beteuern die Kegelbrüder ihre Unschuld. Laut ihrer Aussage haben sie den Brand bemerkt und andere Hotelgäste gewarnt. Mehrere von ihnen sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Münster. Einer von ihnen wird an dem gleichen Tag aus der Haft entlassen, da er nachweisen kann, dass er zum Zeitpunkt des Brandes unter der Dusche stand. Dann folgen vier seiner Freunde, deren Zimmer sich auf der anderen Seite des Hotels befinden. Jeder der vier hinterlegt eine Kaution von 12.000 Euro. 8 der Kegelbrüder bleiben jedoch in der Untersuchungshaft. Ich bin gekommen, um Herrn Klotz das zu erklären. Pascual Esteban Carman, der Anwalt der Wirte der Bar Why Not Mallorca, ist zu Besuch bei seinen Mandanten. Ja. Heute was gemacht nochmal. Aber gucken Sie hier die ganzen Kabel, ja, verstehen Sie? Diese ganze. Sehen Sie, und hier, gucken Sie hier, gucken Sie sich das hier an. Das ist alles, es tut einem weh, ja? es tut einem weh. Vor allem, ich kann mich in der Lage von Herrn Klotz versetzen und klar, 35 Sitzplätze, anstatt Geschäft zu machen, muss er sehen, wie er auf die Versicherung warten muss, auf die Gutachter und die Saison läuft. Also es ist schon... Klar, dafür bin ich da, um zu versuchen, dass es sich nur so schlecht für ihn aussieht. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ja. Doch. Also den richterlichen Beschluss, den ich Herrn Klotz heute Morgen mitteilte, steht, dass zugunsten der Beschädigte eine gesamtschuldnerische Haftung in Höhe von 500.000 Euro vom Richter gestern festgelegt worden ist. Das ist, um die Schaden im Lokal Why Not von Herrn Klotz und auch in den anderen, für die andere Beschädigte. Es ist erst eine Schätzung, um die Seite vom Ermittlungsrichter gesetzt worden ist. Das ist schon, nicht wenig, ne? 500.000. Was hat sich jetzt hier in den letzten Tagen getan? Ja, aufgeräumt, sauber gemacht. Der Wassereinschluss ist abgedichtet worden, hinten nach außen hin. Strom ist gemacht worden, dass hier kein Kurzschluss mehr da ist. Ja, wie gesagt, viel, viel putzen. Muss ja alles sauber gemacht werden, jedes Glas, jeder Teller. Ja, und bin noch nicht fertig. Wie ist der Plan? Gibt es einen? Ja, es gab einen. Ich wollte eigentlich heute wieder eröffnen. Habe ich zeitlich nicht geschafft. Ich bin noch nicht durch mit sauber machen und sauber putzen. Ich denke mal nächste Woche. Nächste Woche müsste es dann soweit sein, dass man dann wieder hier vorne wenigstens teilweise eröffnen kann. Hier vorne auf jeden Fall, hinten nicht wirklich. Ne. Was ist schon gemacht worden? Die Abwassergeschichte hier in der Ecke, die ist gemacht worden. Die Elektrosache. Und notdürftig fürs Regenwasser einen Schutz, ja, damit es nicht wieder das Wasser reinläuft. Ja, willkommen. Ganz wichtig. Es ist ja nicht mal bewiesen, dass es war, so wirklich. Es ist ja nicht bewiesen. Also man kann jetzt nicht irgendwie mit vorverurteilen, das würde ich auch nicht machen. Ich weiß nicht, warum das überhaupt so weit kommen muss, weil wir waren auch jung, wir haben gefeiert, wir haben das ein oder andere getrunken, aber so eine Drissidee,
Ich weiß nicht, was da los ist. Ich vertraue da vollkommen der spanischen Justiz. Knappe 2 Monate sind seit dem Brand in der Bar vergangen. Alice und Bernd versuchen, ihr Geschäft übers Wasser zu halten. Also wie man sieht, haben wir schon neue Wände wieder gemacht, wir haben schon Putz abgeklopft, wir haben die ganzen Fliesen abgemacht. Es ist alles neu betoniert worden und begradigt worden, damit man hier auch nichts mehr sieht von dem, was da mal war. Hier vorne sieht man es leider noch, aber das wird auch noch fertig gemacht. Und dann ist es ja auch so, dass hier das Amt gesagt hat, dieser Fleck hier, dieses Desaster, muss innerhalb von 3 Monaten wieder ordentlich hergerichtet werden. Du hast nicht mehr Zeit, du musst es schaffen. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viel Geld wurde zum Beispiel schon überwiesen? Lustig, keins. Also an uns keins, an den Klotz keins, an den Hauseigentümer keins. Die Kenner, die Versicherungsmühlen mahlen langsam, ne? Das ist in Deutschland so, das ist hier in Spanien auch so. Es ist weder irgendwer bei uns gewesen oder es hat sich irgendwer beim Herrn Klotz zum Beispiel mal gemeldet und hat gesagt, hier, das ist aber echt scheiße, was passiert ist. Oder auch keiner von den anderen war. Irgendwer war, überhaupt gar niemand war hier. Man hat so den Eindruck, das hat überhaupt niemanden interessiert, dass hier wirklich eine komplette Existenz dahingegangen ist. Was ist denn stattdessen passiert? Um wen hat man sich gekümmert, Ihrer Meinung nach? Ja, natürlich um die Jungs. Da ist halt eben viel geschrieben worden und viel gemacht worden. Klar, kann ich ja auch verstehen. Also man hat immer nur gelesen über die Jungs. Man hat nichts gelesen über den Herrn Klotz, der alles verloren hat. Ihm ist ja alles genommen worden. Er ist sein Leben lang ist er LKW-Fahrer gewesen, hat gespart, gemacht, getan. Und dann, busch, alles weg. Wie gesagt, ich kann die Familien verstehen, wenn meinem Sohn das wäre. Ich wollte auch, dass der nach Hause kommt. Ne? Aber ich finde es halt eben schade, dass selbst von denen, von den Eltern, die ja jetzt hier auf der Insel waren, nicht einer mal vorbeigekommen ist und hat gesagt, Mensch, du, das ist echt scheiße, was hier passiert ist. Das heißt ja nicht, dass er damit sagt, oh, einer meiner Jungs war es oder so. Sondern einfach so ein bisschen Menschlichkeit, Mitgefühl. Ja, ich glaube, bei der ganzen Sache ist die Menschlichkeit verloren gegangen gegenüber dem Why Not und dem Herrn Klotz. Die spanische Justiz scheint trotzdem nach wie vor von der Schuld der Kegelbrüder überzeugt zu sein. Dann kommt die überraschende Wende. Ein neues Foto taucht auf, das den Kegelbrüdern Hoffnung auf ein Ende der Untersuchungshaft gibt. Das Foto zeigt einen rauchenden Unbekannten auf dem Balkon des Nachbarzimmers der Gruppe. Könnte dieser Mann das Feuer im Restaurant verursacht haben? Die Staatsanwaltschaft in Palma beschließt daraufhin, die verbleibenden Münsteraner aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Also heute hat die Richterin entschlossen, dass die auf freien Fuß kommen gegen eine Kaution von 12.000 Euro je. Kegelbrüder, der noch im Gefängnis war. Diese 12.000 Euro sollen dazu dienen, dass die selbstverständlich zur Gerichtsverhandlung, wenn die eines Tages mal stattfindet, auch erscheinen und nicht in Deutschland bleiben. Das ist der Sinn von dieser Kaution. Und dann ist da aber noch eine andere Summe im Spiel. Sie meinen jetzt diese 500.000 Euro? Genau. Ja, diese 500.000 Euro sind für die Schaden da, nicht als Kaution, damit die, ob die erscheinen oder nicht zur Gerichtsverhandlung. Angehörige der 13 Kegelbrüder haben inzwischen 500.000 Euro für eine vorläufige Solidarhaftung zusammengetragen. Diese Summe wurde vom Richter festgelegt und ist erst eine vorläufige Summe. Also Mandanten haben noch keine Entschädigung bekommen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind sowieso positive Menschen und wie sagt man in Köln, alles wird gut.